Einmal voll heilen. War das. Das war ein Porter, oder? Ich muss dringend aufpassen, weil diese Dinger sind instant tot. Ja, das ist ein Porter, der mich hierhin portet. Hinter mir ist ein Knopf, den markiere ich jetzt erst einmal nur. Knopf. Ja. Wieder irgendein Code. Eine Wand zum Einschlagen. Wer drängt sich so Mist nur aus? Okay. Sagen wir so, bevor ich hier jetzt weitergehe. Noch ein Knopf. Den habe ich jetzt gedrückt. Ja, und da war noch der Knopf hier. Der auch irgendwas gemacht hat. Er hat nur jedenfalls nicht hier aufgemacht. Gut. Hat er hier aufgemacht? Nein. Mit dem besser als mit dem Fein? Nicht ganz. Da sind die beiden ausgewichen. Achso, da komme ich nicht lang, weil Porter. Nein, hier ist. Ja, hier ist ein Teleporter. Okay. Ich könnte den Dinger öffnen, dann komme ich wahrscheinlich hier lang. Weil da komme ich auch nicht durch. Ich könnte jetzt aber auch erstmal gucken, wo sich eine Wand geöffnet hat. Dadurch, dass ich den einen Knopf hier gedrückt habe. Kann auch sein, dass sich irgendwo eine Wand geschlossen hat. Weil der Teleporter bringt mich hier hin. Und hier müsste auch noch einer gewesen sein. Nö. Okay. Ich habe nach hier was geöffnet.
um hier einen Schlüssel rauszukriegen. Gut. Orientierung, bitte. Ja. Gut, ich habe es hier hingeschafft. Das bitte extinguishen. Das aufheben. Wieder irgendwelche Nachrichten. Ein Secret. Wieder Dozing Frost Caps. Eine Notiz. Manual of Stuff Magic and Combat. Plus 3 der Stuff Defense. Ist ja nicht so, als ob wir da voll sind. Wow. Return to Portal. Und Set Portal kennen wir beide schon. Ja, Bärleben für Bueno hier. Und mehr Blueberry Pie für uns. So. Lesen wir mal die Notiz. Jalal, was auch immer das für ein Name ist. Ich bin wirklich ein bisschen zu Multikulti offen, was alle möglichen Kacke angeht, da ich Sachen wie Herr der Ringe gucke, aber auch Anime gucke. Oh Gott, das ist eine Fairy Tale Anspielung. Da sieht man nämlich da unten, wer es unterschrieben hat. Also ja, jeder, der Fairy Tale kennt, das ist ein Anime, der wird den Namen des Unterschreibers kennen. Bei allen anderen spare ich mir die Erklärung. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich habe ein... Also, Jalal, ich glaube, ich habe ein... zuverlässiges System gefunden, um auf diesen Ort zu reisen. Sprich zuerst Preservation, dann ist einen Dozing Schwum und dann caste Isolation Field, ja. Es hat sehr gut für mich geklappt. Es ist auch nützlich, dass wenn man an diesem Ort sich schlafen legt, dass man wieder aufwacht. Seltsam, ich denke, ich laufe manchmal hier in Kreisen. Ich weiß nicht, ob es der Effekt des Nebels ist oder irgendwelche andere Magie am Werk ist. Wie in jedem Fall, wenn wir irgendeine Offensive gegen den Traumstehler oder den Dreamstealer planen, müssen wir einen Weg in seinen Kerker finden oder in seinen Hort oder wie auch immer. Und müssen dringend mehr Battle Mages trainieren, so dass wir eine zuverlässige Kraft haben.
Der Kampf gegen es könnte sehr schnell schief gehen. Sehr schief gehen. Ich denke, wir kratzen nur an der Oberfläche, was hier möglich ist. Ich wollte dich fragen, ob du noch einen überschüssigen Dream Key hast. Ich kann mich daran erinnern, dir einen gegeben zu haben. Oder war das ein Traum? Wie auch immer, wir sollten diesen Albtraum sehr schnell vernichten. Es wird sehr hilfreich sein, solange wir hier sind. Wie auch immer, ich werde dich morgen in der Stadt sehen. Na so. Warum? Also ja, auf der einen Seite schön, dass der Dungeonmacher so ein breit gefächerter Fan ist. Aber diese Anspielungen werden ja langsam ein bisschen hart. So, hier. Ist ein Dream Key. Und wenn ich richtig weiß, wir haben zwei Möglichkeiten. Hier oder hier. So, wenn ich da drauf trete, lande ich auch schon hier. Und bin wieder an so einem Ort mit Drehern. Also ja, what the fuck? Darf ich bitte? Danke. Also, da ist Port. Und da ist ein weiterer Schlüssel. Cane of Tide and Time? Assassination 26. Deflect Missile und Isolation Field. Okay. Gut, dann wird das auch gelöst. Das heißt, wir haben nur noch diese Tür da. Toll, und da komme ich nicht so leicht ran. Na doch, so komme ich dahin. Okay. Das heißt, wir haben nur einen Weg straightforward jetzt gerade. Ich glaube, das hier ist immer noch verschlossen. Ja. Den da habe ich schon gedrückt. Ja, den hatte ich schon gedrückt. Der macht da hinten was auf. Das da nämlich. Ich will aber gerne mal hier rum. So. Kann ich die eigentlich auch extinguishen?